Der Animationsfilm Ruben Brandt Collector oder Sammler, wie er in Deutsch heißt, ist ein ganz besonderes Werk eines bedeutenden Künstlers und Filmemachers Milorad Krstić, Jahrgang 1952, der auch schon ausgezeichnet war, 1995 auf der Berlinale den Silbernen Bären bekommen hat. Also eine ganz spannende Persönlichkeit. Und das Werk, das wir uns heute zu Gemüte führen quasi, ist etwas, was in seiner Form ganz einzigartig erscheint. Es ist eine spannende Reise. Zum einen ein Krimi. Letzten Endes erinnert er an die Agentenfilme der 50er und 60er Jahre, die wir alle in unserem Gedächtnis haben. Aber er lebt vor allen Dingen von der Bildsprache. Und das ist etwas, was man dem Autor und Künstler wirklich zugutehalten muss, dass er hier eine ganz eigene Form gefunden hat und mit großer Akribie und mit großer Sorgfalt die Bilder und Szenen gestaltet hat. Worum geht es? Ruben Brandt ist ein Psychotherapeut, der seine Schützlinge, seine Klienten, seine Patienten versucht, mit Kunst zu verheilen von ihren Neurosen. Und was die Welt nicht weiß, er selbst ist ein Opfer seiner eigenen Dämonen. Denn die Kunst, mit der er sich tagtäglich umgibt, die er immer wieder in Museen aufsucht, die bedroht ihn ganz substanziell. In dem Film werden Gemälde lebendig und greifen den Protagonisten an. Er wird in die Bilder hineingezogen und die Protagonisten der Bilder versuchen, ihn zu töten. Also eine ganz spannende Idee letzten Endes, die uns auch sofort anfasst, wenn wir uns in Museen bewegen. Man stellt sich vor, dass die Protagonisten der Bilder plötzlich herauskommen und uns nach dem Leben trachten. Also hier wird schon mal ein sehr starker Spannungsbogen aufgebaut. Dann ist es natürlich ein Agentenstück, wilde Verfolgungsjagden in der Luft, in hochmotorisierten PKWs durch Paris, über die Dächer. Man erinnert sich an Filme, natürlich Cary Grant ist hier im Hintergrund zu sehen, und immer wieder werden Versatzstücke von bekannten Dingen, die uns alle im Gedächtnis sind, in diesen Film eingebaut. Und das ist ein zweiter ganz, ganz wesentlicher Strang dieses Filmes, dass hier aus der Filmgeschichte, aus der Kunstgeschichte hunderte von Verweisen, hunderte von Hinweisen eingebaut werden. Und so ist es ein Nebenstrang, ein riesiges Puzzle, das wir zusammensetzen können aus eigenen Erinnerungen, eigenen Phantasmen, die wir selbst haben und die wir in dem Film immer wieder wiederfinden können. Das macht das Ganze spannend und zu einem wirklich interessanten Suchbild, ein Wimmelbild quasi der Kunst- und Filmgeschichte, die der Künstler hier zusammengetragen hat. Die unterschwellige Linie, die durch den ganzen Film führt, ist natürlich die psychologische Einbettung des Ganzen. Was ist der Hintergrund? Es geht in die Kindheit zurück. Es werden Väter gesucht, es werden eigene Probleme, die man mit sich schleift, thematisiert. Und die Kunst ist etwas als Katalysator zu verstehen in diesem Gesamtgefüge, die versucht, Dinge auf den Punkt zu bringen, herauszuarbeiten, uns aus uns herauszubringen, aber auch gleichzeitig eine Heilung verspricht. Und das ist etwas, was ganz sympathisch ist, was eine persönliche Meinung natürlich auch des Autoren ist, ob Kunst das wirklich leisten kann. Für Kunsthistoriker, für Museumsleute ist es natürlich auch ein Horrorstreifen, denn wenn man sich vorstellt, diese Selbstheilung des Protagonisten geschieht mit dem Umfeld von 4 Patienten, die ihm helfen wollen, seine Neurose zu bewältigen, indem sie die Kunstwerke stehlen, weltweit stehlen, aus den Museen stehlen, die ihn bedrohen. Und so sammelt er in seiner Villa plötzlich 13 Hauptwerke der europäischen Kunstgeschichte, und diese werden natürlich vor Ort gestohlen und aus den Rahmen geschnitten. Und das ist für jeden Kunsthistoriker und Museumsmann natürlich eine absolute Horrorvorstellung. Und genüsslich wird hier mit dem Ton gearbeitet, wenn die Klinge durch die Leinwand schneidet und diese Hauptwerke in Kleinstformatik zusammengerollt werden und mitgenommen werden. Das ist aber eine eigene Neurose für mich als Betrachter, völlig klar, die da zum Tragen kommt. Aber insgesamt ist der Film natürlich hochgradig spannend und sehenswert und auch eine wirklich interessante Zusammenstellung verschiedenster Dinge, die uns alle im Gedächtnis geblieben sind, sei es im Film oder in der Kunstgeschichte. Sehenswert.